Tüftmelk ist die größte Klosteranlage des österreichischen Barocks. Über 300 Meter erstreckt sich diese Gottesburg auf einem Felssporn an der Donau. Schon von Weitem grüßt die Westfassade mit den Doppeltürmen. Weltberühmt ist die Bibliothek mit 100.000 Bänden, darunter eine frühe Abschrift des Nibelungenlieds. Staunend stehen die Besucher im Kaisersaal, der mit Stuck und rotem Salzburger Marmor ausgekleidet wurde. Das Deckenfresko ist eine Allegorie der Habsburger Herrschaft. Herkules und Pallas Athene verkörpern Tatkraft und Besonnenheit. Intimer ist der Garten mit seinem heiteren Pavillon, in den uns Pater Martin führt. Ja, wir stehen jetzt im barocken Gartenpavillon des Stiftes Melk und der wurde gebaut für die Rekreation der Patres. Es gab ja früher ganz strenge Fastenzeiten und nach den Fastenzeiten gab es sogar einen Aderlass, um das Schlechte, um das alte Blut herauszulassen, damit sich das Blut erneuern kann. Und dann durften die Patres heraus in diesen Pavillon und da wurden sie richtig aufgepäppelt, verwöhnt mit gutem Essen und guten Getränken. Und deswegen sieht man im Fresko hier auf der einen Seite, wie Engeln das Essen herbeibringen und auf der anderen Seite, wie sich die Engeln ein gutes Glaserl Rotwein einschenken. Ansonsten ist der Pavillon voll mit exotischen Fresken, mit Früchten, mit herrlichen Gewächsen. Man ist sozusagen in einer anderen Welt, wenn man hierher kommt. Und das funktionierte nicht nur damals, sondern heute genauso.